Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe mir nämlich vorhin was bestellt. Und zwar habe ich mir hier Kartoffelsticks bestellt und dazu gab es einen Knoblauchdip und den anderen Knoblauchdip habe ich zu den Pizzabrötchen vorhin gegessen oder zu der Pizza oder zu dem Pizzabrot, genau zu dem Pizzabrot war das. Die sind jetzt natürlich kalt, die habe ich mir schon vor 2 Stunden bestellt, aber die will ich jetzt trotzdem mal probieren. Mal gucken, wie die schmecken. Sind natürlich jetzt weich, mal dran riechen. Ja, riecht nach Kartoffel, riecht nach Kartoffelsticks. Oh, die sind aber wirklich schön salzig. Die haben da richtig ordentlich Salz drauf geknallt. Sieht man jetzt natürlich nicht mehr, weil das jetzt schon kalt ist. Aber geschmacklich sind die vollkommen super. Die Box hat, glaube ich, 3,99 gekostet. Müsste ich hier nochmal auf den Zettel gucken. Knoblauch mit. Nee. Knoblauchbrot mit Gouda 5,99. Knoblauchdip 3. Nee, Rösti-Sticks sind das. Das Knoblauchbrot habe ich schon gegessen, davon habe ich jetzt kein Video gemacht. Rösti-Sticks sind das mit Knoblauchdip. Also das sind Rösti-Sticks. Schmecken richtig lecker. Wie gesagt, fehlt ein bisschen Salz, aber ansonsten sind die richtig lecker. Und natürlich fettig, 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 fettig. Weil die kommen wahrscheinlich aus der Fritteuse. Aber geschmacklich sind die voll lecker. Die schmecken richtig lecker. Steht jetzt, glaube ich, hier nicht drauf. Doch, doch hier. Bei Freddy Fresh Pizza hier in Sangerhausen. Guten Appetit wünscht Freddy Fresh Pizza. Habe ich mir die bestellt. Also wenn ihr mal bei Freddy Fresh Pizza bestellt, holt euch mal die Rösti Sticks. Wie gesagt, die haben 6 Euro gekostet. Wenn man die frisch geliefert isst, schmecken die wahrscheinlich noch besser, weil die dann heiß sind. Jetzt sind sie natürlich kalt nach 3 Stunden hier rumstehen. Aber geschmacklich schmecken die richtig gut mit dem Knoblauchdip noch dazu. Habe ich jetzt hier drüben links stehen, weil ich habe hier nicht so viel Platz auf der rechten Seite. Und warum habe ich auf der rechten Seite nicht so viel Platz? Das zeige ich euch jetzt mal hier, weil hier meine Riesenpulle Coca-Cola mit Leitungswasser steht, 1,5 Liter. Muss ich mir morgen auf jeden Fall noch mal eine Cola oder ein Wasser oder irgendwas holen. Wie gesagt, hier gibt es 25 Cent Pfand. Ist ja klar. Aber darum geht es jetzt nicht um die Cola oder um das Wasser. Seht jetzt hier um die Rösti-Sticks. Wie gesagt, da könnte ein bisschen mehr Salz dran. Aber ansonsten schmecken die ja nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall mal bestellen. Wie man sieht, die ganze Box ist durchgetrieft mit Fett. Das ist der Knoblauchdip. Ein bisschen rot. Garantiert ohne Geschmacksverstärker. Nee, Konservierungsstoffe. Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, garantiert ohne. Zutaten: Rapsöl, Wasser, Ingwer, Zuckersirup, was immer das auch ist. Knoblauch 4%. Senf haben sie drin, deswegen ist er wahrscheinlich so gelblich. Wasser, Senfsaat, Branntweinessig.
Speisesalz, Gewürze, jodiertes Speisesalz, Speisesalz, also deswegen ist das auch so salzig, weil hier so viel Salz drin ist. Kalium, Jodat, was immer das auch ist, Weinessig, Tomatenmark, deswegen ist das so ein bisschen rötlich. Nährwerte pro 100 Gramm, Brennwerte Kilojoule 2523, Brennwert in Kilokalorien 612, Fett in Gramm 64,3. Davon gesättigte Fettsäuren wahrscheinlich. In Gramm 4,5. Kohlenhydrate in Gramm 7,7. Davon Zucker in Gramm 6,7. Eiweiß ist da natürlich auch drin. Wenn das nicht so spiegeln würde, ja. In Gramm 0,4. Nochmal Salz. In Gramm 1,24. Hergestellt für Freddy Fresh AG 01561 Thielen. Nee. Wer ist das? Thiendorf. Keine Ahnung, wo das ist. Bei plus 2 bis plus 7 Grad verzehrfertig und mindesthaltbar bis siehe Aufdruck. Ja, den Aufdruck haben sie hier vergessen. Hier hinten steht auch kein Datum. Ja, also liebe Freddy Fresh Pizza Leute, da müsst ihr auf jeden Fall ein Datum noch draufschreiben auf die Knoblauchdip. Geschichte oder Kräutertipp, da gab es auch noch Kräutertipp, aber den mag ich nicht so. Der Knoblauchtipp ist super, fehlt ein bisschen nur an Knoblauchgeschmack. Wie viel Knoblauch ist denn da überhaupt drinne? Steht das überhaupt drauf? Guarkernmehl, Santan, durchschnittliche Brennwerte. Weinessig, Tomatenmark, Speisesalz. Vom Knoblauch steht hier ja nicht drauf. Zitronensaft ist auch noch da. Zitronensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Kräuter. Ach da, Knoblauch, 4%. Das ist ein bisschen sehr wenig für einen Knoblauchdip. Also da müsst ihr mindestens 10% Knoblauch reinschmeißen, damit das auch nach Knoblauch schmeckt. Boah. Ach, da ist ein Haltbarkeitsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum, 3.12.23. Also das wäre noch bis nächstes Jahr haltbar. Ja, das Haltbarkeitsdatum sollte wahrscheinlich hier oben drauf, nicht hier an der Seite, damit man das auch sieht. Ja, also wie gesagt, geschmacklich ist das okay. Heiß schmecken die wahrscheinlich noch besser. Die ganze Box hier hat 6 € gekostet mit dem Dip dazu. Entschuldigung, das war jetzt hier das Leitungswasser. Wie gesagt, das Pizzabrot habe ich schon gegessen, aber geschmacklich ist das vollkommen okay.